Steinwürfe auf Sicherheitskräfte, israelische Polizei nimmt Deutschen bei Demonstration fest. Die israelische Polizei hat nach eigenen Angaben einen Deutschen wegen Gewalt gegen Sicherheitskräfte festgenommen. Der 24-Jährige habe am Freitag bei einer Demonstration im Westjordan Steine auf Sicherheitskräfte geworfen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Mann habe die Steinwürfe im Ort Bilin eingeräumt. Die israelischen Behörden arbeiteten daran, den Mann abzuschieben, hieß es weiter. Ein Gericht in Jerusalem habe den Gewahrsam des deutschen Staatsbürgers bis zum Montag verlängert. Die deutsche Botschaft in Tel Aviv lehnte eine Stellungnahme unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen ab. Das Dorf Bilin, nordwestlich von Jerusalem, ist seit 2005 ein Kristallisationspunkt palästinensischer Proteste. Der Times of Israel zufolge kommt es dort wöchentlich zu Protesten, bei denen es demnach immer wieder zu heftigen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften kommt. Ein Grund dafür ist, dass die von der israelischen Regierung gebaute Grenzmauer zu den Palästinensergebieten weite Teile des Agrarlands von den vorwiegend muslimischen Dorfbewohnern abtrennt. Dem Bericht zufolge hatte ein Gericht die Behörden 2007 gezwungen, den Verlauf der Mauer stellenweise zu korrigieren und so einen Teil des Ackerlands den Palästinensern zu überlassen.